Unendliche Weiten, der Weltraum. Willkommen zurück zu Stellaris Star Trek. Warum starte ich mit einer klassischen Star Trek Intro-Textzeile in dieses Let's Play? Weil es mal wieder soweit ist, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben ein neues Raumschiff, das natürlich ein Heldenschiff ist aus Star Trek. Wir kennen sie, wir lieben sie, zumindest viele von uns, die Star Trek schon lange schauen. Mindestens mal seit The Next Generation ist dieses Schiff bekannt. Die Galaxy-Klasse, die Enterprise D. Das hier ist nicht Enterprise D, das ist das erste Typschiff der Galaxy-Klasse. Die USS Galaxy. Nein, die USS Clark. Aber natürlich wäre es eigentlich gut, die umzubenennen. Darf ich nur nicht. Wieso darf ich die nicht umbenennen? Egal, wie dem auch sei, dieses erste Raumschiff bekommt jetzt natürlich einen Captain und wer wäre dafür besser geeignet als Geordi LaForge? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Gut wäre natürlich irgendwie Jean-Luc Picard, aber der steht nicht zur Verfügung. Dann ist es wohl oder übel Commander Riker in unserem Paralleluniversum hier ist Riker derjenige welcher. Die Enterprise D bzw. die erste Galaxy-Klasse als Captain, als junger Captain mit gerade mal 27 Jahren anführen darf, eine Art Wunderkind ist Captain Riker. Ich muss mir merken, ihn Captain zu nennen. Er ist ja gar kein Commander dann in diesem Fall. Keine Ahnung, wie das gelungen ist, aber also wie er so schnell zum Captain werden konnte, aber es ist jetzt halt so. Warum mache ich das so? Weil er soll nämlich hier runterfliegen nach Bajor und dort das Wurmloch untersuchen. Hidden Dealings, bla bla bla. Wir können, das ist wieder das Ereignis hatten wir auch schon 10-mal oder so, auf einem Planeten, wo wir einen Erstkontakt durchführen, sollen wir helfen, eine Krankheit zu besiegen und das machen wir dann auch. Da macht es nur Sinn, sich dagegen zu entscheiden, wenn man nicht genug Chordrazin hat, also dieses Medikament, dieses Wundermedikament. Haben wir aber, also ist es uns egal. Ja, wir sind wieder und immer noch im Krieg mit den Undine, auch wenn dieser Krieg sich langsam aber sicher dem Ende zuneigt. Mindestens mal dadurch, dass der Krieg offiziell zu Ende geht nach einer gewissen Zeit, wenn der Fortschritt ja auf 100% ist bei uns. Das heißt doch nicht, dass wir den Krieg gewonnen haben. Ich würde aber behaupten, wir haben den Krieg gewonnen, wenn wir die Undine mehr oder weniger komplett vernichtet haben. Da können die eigentlich nicht mehr viel machen. Wir haben hier schon die meisten der Planeten, die sie übernommen hatten, zurückerobert und machen jetzt auch einfach weiter damit. Hier haben wir keinen Planeten zu erobern. Dann fliegen wir mal nach Pavage. Und besiegen da die Flotte der Undine, bestehend aus wahrscheinlich irgendwie so ein, zwei Schiffen. Man sieht leider nicht so viel. Die Sonne ist etwas hell. Das hat doch keiner so bestellt. So, weiter. Ist hier ein Planet, der belagert werden muss? Achso, das machen wir schon. Machen wir schon? Machen wir noch nicht. Achso, der muss nicht belagert werden. Der ist tatsächlich leer. Alles klar. Wo ist denn die Transportflotte? Hier ist die Transportflotte, die andere. Dann nehmen wir die doch mal, um Viera zurückzuerobern. Dann bekommt die Transportflotte hier nämlich auch gleich noch einen General. Zum Beispiel... Der ist doch ganz gut. Der José María García. Wo der wohl herkommt. Ich hab keine Idee. So, der Kollege Garcia kann ja mal... Ja. Jetzt ist er da und er kann dann auch direkt die Armee hier landen. Dann haben wir nämlich das Viera-System zurückerobert.
Und auch das Lalonde-System wird jetzt gleich uns, beziehungsweise den Lysipianern gehören. Es sind auch nur noch 182 Garnisonen da. Und das Viera-System gehört den Lysipianern. Bedauerlich, Kolonie verloren. Ja, ja. Hört auf zu labern. Wir verlieren die Kolonie ja immer, weil wir sie direkt an die rechtmäßigen Eigentümer, die Lysipianer, abgeben. Das ist also nicht so wild, dass wir die verlieren. So. Dieser Kampf hier sollte auch relativ schnell vorbei sein in Lalonde 1C. Denn unsere Invasionsstreitmacht ist ihnen locker mal 20-1 überlegen. Wir haben ein paar Verletzte, es soll ja auch nicht zu einfach aussehen. Aber wir haben sie erledigt. Sehr schön. Das ist doch gut gelaufen. Eben war doch hier irgendwo noch eine Flotte weiter südlich von den Undiner, aber die hat sich, glaube ich, verkrümelt. Die sind jetzt möglicherweise hier oben. Dann fliegen wir vielleicht mal... Ja, ja. Dann fliegen wir mal ins Schweizer System weiter. Mit unserer... Special Project complete. Mit unserer Flotte. Was ist jetzt hier? William Riker wakes up in a green field with no sign of their ship or crew. Disoriented and confused, they shout out, but no one is inside. Slowly a glowing blue-white orb floats toward the captain, getting closer and closer. Alarmed, William Riker reaches for the weapon. Wir können jetzt den Orb natürlich erschießen. Oder wir können das nicht tun, da ich weiß, dass der Orb mir nichts Böses will, sondern wahrscheinlich nur eines der göttlichen Wesen ist, die in dem Wurmloch leben. Ja, Star Trek ist manchmal etwas seltsam. Das kommunizieren möchte, schießen wir nicht. It is responding to visual and auditory stimuli, Lingus communications, it brings disruption. Ja, wir sind dazu in der Lage zu kommunizieren. Wir können durch Worte, durch Ton kommunizieren und ich bringe Unterbrechung oder Störung. William Riker würde auf jeden Fall so reagieren, weil er ist ein ganz guter Diplomat. Also vielleicht noch nicht mit 27, aber später in der Serie. All diese Ereignisse hier hat natürlich eigentlich Benjamin Sisko erlebt, der Captain der Deep Space Nine Raumstation. Aber in unserer Paralleldimension hier macht das halt wenige Jahre früher als Sisko, der noch gar nicht im Dienst ist, also hier an der Station ist sozusagen. Oder hier in Bajor ist, wo er das erleben kann, macht das stattdessen William Riker. We seek new life, understandings, can the William Riker explain their existence? Time to destroy you. Das ist bestimmt die friedliche Variante. Wir lernen durch Erfahrung. The USS Clark and William Riker emerge from the wormhole unscathed with the knowledge the wormhole, otherwise known as the Celestial Temple, to the Bajorans is the home of a race of non-corporeal beings existing outside of linear time. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig sehen. Also dieses Wurmloch wird von den Bajoranern angebetet, auch als himmlischer Tempel bezeichnet, weil er vom Bajor aus in der Ferne im Himmel sichtbar ist, so ein bisschen wie die Sonne für uns oder der Mond oder eben ein großer Stern oder ein heller Stern. Und in diesem Wurmloch leben körperlose Wesen, die eben gottgleich Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart sehen können. Wir wissen nicht, wo sie herkommen. Sie behaupten allerdings, sie kämen von Bajor. Und sie haben William Riker als ihren Emissär ernannt, also so eine Art Botschafter, und erlauben ihm, beziehungsweise seinen Leuten, also uns der Föderation, sichere Passage durch das Wurmloch. Ein stabiles Wurmloch, das Bajor mit dem Gamma-Quadranten entwickelt, das könnte das strategische Gleichgewicht im ganzen Sektor verändern. Die Bajoraner haben die Ankunft des Emissärs lange vorhergesagt in verschiedenen Prophezeiungen und William Riker ist dieserjenige und natürlich hat sich die Meinung gegenüber der Föderation in Bajor dadurch, sagen wir mal, leicht verbessert, dass der Messias der Föderation angehört. Sie wollen weiterhin nicht
uns beitreten. Es wäre allerdings schön, wenn wir das hinkriegen würden. Das ist ja zumindest in der bekannten Star Trek Timeline noch nicht passiert, Fragezeichen. Ah, ich überlege da jedes Mal, ob die Bajoraner irgendwann dann doch schon mal beitreten sind der Föderation. Bin mir da gerade nicht mehr so sicher, ob das schon... Ach, verdammt, ey. Verdammte Axt jetzt. Hier ist wieder so eine kleine Flotte, die jetzt hier irgendwie Ärger macht und meine Transportflotte angreift. Ah, jetzt fliegt meine Vögelchen. Fliegt zu Hilfe euren Kollegen. Instruction complete. Wir haben schon Transportschiffe verloren, das ist natürlich sehr unschön. Relocate Station to Wormhole. Discovery of the Wormhole Strategic. Okay, also wir werden beim Wurmloch jetzt Deep Space Nine bauen, was natürlich super cool ist, dass das tatsächlich existiert hier auch in Star Trek New Horizons. Dieses ganze Thema. Finde ich sehr schön. So, wir haben hier noch eine 94.000er Flotte, die können wir ja mal mitnehmen und mit der, oder sollen wir, bekommen hier die Stationen auch so klar. Die sind ja, an sich sind ja die Stationen stärker als die Flotten, wobei, mal gucken, ob die tatsächlich damit klarkommen. Ich würde jetzt trotzdem mal vorrücken, wir wollen ja schließlich hier einen Krieg gewinnen. Ja, die Lissipiana... Warum habe ich sie jetzt angeklickt? Wollte ich doch gar nicht. Wir haben hier keine Garnison mehr, das heißt, das ist sehr schön. Wir können also hier hinfliegen, genau. Ach, hier sind mir jetzt irgendwie gerade zu viele so kleine, nervige Kackflotten von den Dudes, von den Undine. Wie sieht's hier aus? Die haben keine Garnison, dann brauchen wir da auch nicht unbedingt hinfliegen. Dann fliegen wir... Oh, schon wieder die Heilung, die wir da, also die Krankheit, die wir heilen sollen bei dem Volk. Wir haben neue Schiffe erforscht, sehr gut. Können wir den Transphasentorpedo noch erforschen. Constitution-Klasse wurde für den Ruhestand markiert. Uiuiui. Also jetzt die ganzen alten Schiffe sind jetzt raus. Die werden dann jetzt wahrscheinlich ausgetauscht, wenn wir die... wenn wir die das nächste Mal upgraden. Wie sieht es denn damit aus? Wir haben ja hier die Nordflotte. Da sind ja an sich Ambassador-Klassen und so weiter drin. Das wird jetzt wahrscheinlich richtig viel kosten, wenn wir das hier machen. Wobei, das geht sogar noch. Oh, Missionsfortschritt leider nicht. Ja, manchmal klappt das auch nicht mit diesen Ereignissen. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt mit William Riker? Die USS Discovery, die können wir eigentlich mal ausmustern, oder? Was meint ihr? Ich würde jetzt die Discovery mal ausmustern, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Dann fliegen wir jetzt erstmal mit Riker nach Sul zurück und gucken mal kurz, was wir jetzt an Raumschiffen theoretisch... Achso, das gucke ich vielleicht mal im Raumschiff-Designer. Was wir denn da so haben im Schiffsdesigner. Wie sieht denn da jetzt raumschifftechnisch eigentlich aus? Wieso geht das jetzt hier nicht? So. Wir haben die Galaxy-Klasse. Das ist ja schon mal sehr schön. Wir haben immer noch die Excelsior, die Springfield, die Nebula. Auch ein cooles Schiff. Die New Orleans-Klasse. Nee, machen wir ordentliche Diplomatie. Was ist denn die New Orleans-Klasse nochmal gleich? Die sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ach ja, die ist halt einfach nur wahnsinnig verbaut und hässlich. interessant. Haben wir noch irgendwas? Ach du liebe Güte. Ja, natürlich die California. Die Cali. Das ist natürlich das Rückgrat der Sternflotte. Wir erinnern uns an... Ich finde es krass, wie groß die Franklin-Klasse ist. Ich meine, sie ist halt wahnsinnig hässlich, aber sie ist halt auch riesengroß. Oder die Olympic-Klasse heißt sie eigentlich. Die Freedom ist natürlich auch sehr hässlich.
mit ihrer einen Warp-Gondel, aber wenigstens nicht so riesig. Es gibt aber auch seltsam verbaute Raumschiffklassen. Ja, also die Kali, die Kallis, California-Klasse, die, da müssen wir natürlich mal ein paar von bauen, weil die sind einfach cool. Das ist einfach so ein Arbeitstier, ja. Die sind jetzt nicht besonders stark oder irgendwie krass oder so, aber das sind coole kleine Raumschiffe. Die sind gut, um eine Flotte aufzufüllen, würde ich mal sagen. Nur das Problem ist aktuell, wir haben einfach gar keine Offiziere irgendwie. Ich habe schon zwischen den beiden Folgen, zwischen der letzten und dieser hier, angefangen mal... Was? Nein, wir haben wieder eine Flotte weggescheucht. Ach, wie ärgerlich. Wo sind denn jetzt meine Transportflotten? Ach, hier. Was wollte ich sagen? Ich habe auf verschiedenen Planeten zwischen den Folgen schon mal noch Rekrutierungsbüros gebaut, aber wir immer noch echt viele, also wir verbrauchen immer noch echt viele Offiziere im hohen Personalbedarf und da kriegen wir jetzt ja auch nicht mal ebenso schnell neue irgendwo her. Das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich. Weil es dadurch natürlich jetzt sehr lange dauert, bis wir neue coole Raumschiffe bauen können. Omega-Torpedo. Uiuiuiui. Jetzt haben wir schon Omega-Forschung. Ach du liebe Güte. Erwachen der Schläfer. Oh oh. In einer ganzen Ehre blicken die Metron-Konsortium über die Grenzen hinaus. Metron-Konsortium. Wo sind die denn? Wir hatten doch vor zwei Folgen schon mal so ein Erwachen eines alten Volkes. Volkes, nicht Volkes. Weiß ich jetzt aber nicht mehr, wie die hießen. Aber das Metron... 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 M? M. Ja, ist ja gut. Metron-Konsortium. Die wachsamen Regulatoren. Okay. Das sind die hier unten bei uns. Ah, ja. Ach, entspannt, Leute. Entspannt. Die haben drei Flotten mit jeweils 475.000. Angriffskraft, eine hat nur 333.000. Die kleinste könnten wir mit all unseren Schiffen zusammen vielleicht besiegen. Die großen, das... Ich sag mal, es kommt ein bisschen drauf an, wie ihr Forschungsstand ist. Oh nein. Tribbles? Nein, keine Tribble. Ja gut, doch. Sie sind wirtschaftlich erbärmlich, aber sie sind uns technologisch so weit voraus. Ich habe Angst, mit denen in den Krieg zu gehen. Also vielleicht können wir uns mit denen ja auf eine freundschaftliche Zusammenarbeit einigen. Vielleicht, das wäre schön. Wo kommen denn immer diese einzelnen kleinen Flöttchen her von den Undine? Also ich meine, die jumpen natürlich da irgendwie einfach irgendwie hin. Aus dem Nichts. Also richtig viel ist nicht mehr übrig von der Transportflotte. Oh. Haben wir die jetzt schon, die Liste? Ah ja, das haben wir schon, okay. Gut, dann fliegen wir mal weiter ins nächste System. Warum haben wir hier eigentlich keinen Anführer? Keinen AnführerInnen? Admiral Lambert kann das mal übernehmen. Wo sind die ganzen? Sind die alle gestorben jetzt gerade? Alter. Alt gewesen, mit 111. Hier sind wieder nur unbekannte Leute irgendwie dabei. Nehmen wir mal Admiral Shelby. Den Namen habe ich zumindest schon mal gehört. Die fliegt jetzt mal nach Cashman. Und ihr fliegt nach Ringer. Ja, ich habe halt Angst, dass die, während ich weiter vorrücke, hier unten wieder irgendwelche Systeme sich zurückholen. An sich können die Lissipianer ja auch vielleicht mal ein bisschen mithelfen. Ach, können sie natürlich nicht, alles klar. So sieht's aus. Können wir mit den Bajoranern vielleicht mal irgendwas machen? Naja, wir verbessern ja schon unsere Beziehungen zu denen. Und sie bauen auch beim Wurmloch eine Raumstation, haben sie gesagt. Hier ist das Wurmloch. Und das kommt tatsächlich raus im Idran-System. Ist das bei Deep Space Nine auch so? Heißt das auch Idran-System da? Ich weiß es nicht mehr genau.
Das ist im Gamma-Quadrant hier oben. Kommen also relativ schnell hin. Was ist denn dieser blaue Staatenbund hier eigentlich? Agrati. Können ja mal einen Wirtschaftspakt mit denen schließen. Wir vertragen uns ja mit allen gut. Ich meine, kann ja nicht schaden, noch mehr wirtschaftliche Verbündete zu haben. Oh, jetzt ist hier schon also ein kleine Kackflotte irgendwie aufgetaucht, der mal wieder irgendwie zeigen muss, wo der Frosch die Locken hat. Jetzt gehen wir ins DAO-System hier. Das heißt ungefähr so wie der amerikanische Aktienindex. Zufall? Wer weiß. 771er Garnison. Hier im Cashman-System, da müssen wir noch ein bisschen bombardieren. Wo ist denn unsere Belagerungs- oder Landeflotte? Hier, die schicken wir mal direkt nach Cashman weiter. Und die Enterprise C bleibt mal hier im zentralen System, im Pavak-System, weil sie von da aus dann vielleicht auch schnell hier im Umkreis reagieren kann auf irgendwelche Schiffe der Dingsies. Werden sie, der Undine, wenn sie dann auftauchen. So, wir gucken mal kurz, was wir uns hier aktuell leisten können. Die Galaxy-Klasse kostet halt original mal 1280 Offiziere. Was halt echt mal... Carol Freeman ist hier am Start. Da müssen wir eigentlich eine California-Class bauen und Carol Freeman da einsetzen. Das wäre ganz cool, oder? ja, alle, die vielleicht letztes Mal mitgeraten haben, wo denn die California-Class schon mal vorkam. Ich habe ja so ein kleines Rätsel euch gestellt. Das ist natürlich das Schiff aus Lower Decks, Star Trek Lower Decks, der aktuell besten Star Trek-Serie, wie ich finde. Und Captain Freeman ist natürlich die Kapitänin dort. Wie sollen wir denn da hinkommen zu den Tribbles? Was für ein Quatsch, da komme ich doch gar nicht hin. Ich habe ja überhaupt kein Durchflugsrecht durchs Romulanische oder Borg-Gebiet. Da komme ich doch nie im Leben hin, oder? Da sagt das Spiel auch noch dödödöd. Ja, das geht halt nicht. Das geht so nicht, Freunde. Das geht so nicht. So hier, das ist doch genau der Grund, warum ich hier die Flotte stationiert habe, damit ich hier schnell mal hin und her fliegen kann. Finde übrigens gut, dass unser Super Warp Transwarp Antrieb, den wir hier irgendwie haben, dazu führt, dass wir halt super schnell ins Nachbarsystem springen können. Weil wir dann gar nicht irgendwie lange warten müssen, bis da mal was passiert. Was ist jetzt hier mit diesem Bombardement? Warum habe ich das Gefühl, dass das hier irgendwie... War die Flotte nicht vorher stärker? 37.400? Es geht irgendwie sehr langsam voran. Naja. Wie sieht es im DAO-System aus? Da haben wir das gleiche Problem wahrscheinlich. Oder Müllgarnison, das ist mir absolut recht. Neue Föderationsstufe, yay, das haben wir tatsächlich so noch nie geschafft. Weil gar nicht lange genug diese Koalition, in denen wir ja sozusagen, bevor sie dann der Föderation beitreten, sind diese Koalitionen hier, also diese In-Game-Gameplay-Föderation, nicht die Story-Föderation, die existieren normalerweise gar nicht lange genug, um dort irgendwelche neuen Stufen zu erreichen. Aber die hier läuft gerade ganz gut mit den Lissibianern, auch weil der Krieg gegen die Undine ja schon so lange dauert. Wir können einen Gesandten mehr zuweisen, das können wir ja einfach mal machen. Achso, wir dürfen der Föderation einen Gesandten mehr zuweisen, wir haben aber dadurch nicht mehr Gesandte. Verstehe. Was haben wir noch? Offene Arme. Offene Armee. Neue Mitglieder verursachen weniger Kohäsionsmalus, das ist gut. Und wir müssten jetzt mehr Einfluss wieder haben, weil wir Forschungsabkommen mit den Lissipianern und so haben. Und das uns jetzt weniger kostet. So, die Antikaner sind ja auch noch mit am Start. Wir müssen hier eigentlich ehrlich gesagt nichts ändern an den Gesetzen, weil diese Föderation ist ja nur eine Zwischenstufe für den Beitritt zur eigentlichen Föderation. Das ist also jetzt nicht so entscheidend, dass die irgendwie super läuft.
Da müssen wir uns jetzt nicht speziell drum kümmern. Wo ist der Planet hier in dem System? Hier ist der Planet, der hat keine Garnison. Das heißt, da können wir direkt mit der Transportflotte landen. Da reichen ja die 56 Mann, um den ganzen Planeten einzunehmen. Praktisch. Und wie ihr seht, der Krieg ist gleich vorbei. Und das ist doch mal wunderbar, oder? Transphasentorpedo erforscht. Wir können jetzt schon die Red Matter Charge erforschen. Alter Falter. Das ist doch eigentlich noch 20 Jahre oder so circa hin. Wir können erstmal den Runabout erforschen. Der ist ja auch passend zu Deep Space Nine. Dann so die typische... Das typische Deep Space Nine Shuttle quasi. Auch wenn es ein sehr großes Shuttle ist. Und kein klassisches Shuttle, wo irgendwie 5 Leute reinpassen. Sondern Runabout ist ja schon eher ein... Langstrecken-Scout-Raumschiff. Und wir können die nächste Tradition nehmen. Und zwar die Offiziere. Ah, jetzt sind wir nämlich auch schon bei einem Plus von 38 Offizieren. Das ist sehr gut, weil dann kommen wir nämlich auch mal bald dahin. Nächste Folge würde ich sagen, ein neues Flaggschiff zu bauen, nämlich die Enterprise D. Dann ersetzen wir die Enterprise C als unser hochentwickeltes Flaggschiff. Ah, guck mal, jetzt haben wir nämlich auch durch die Erhöhung eben 48 Offiziere pro Monat mehr. Sehr schön. Dann können wir ein neues Flaggschiff einführen. Aber erst beim nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden, Leute. Ciao, ciao.